YouTube zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Falls ihr außerdem noch Bock im April auf Gewinnspiele habt, unter anderem Just Dance und Way of the Hunter Hunting Season 1 für die PlayStation 5. Beide Spiele gibt es in separaten Gewinnspielen auf meinem Instagram-Kanal. Was es mit diesem tollen Drachen zu tun hat und was sich noch dahinter verbirgt, vielleicht könnt ihr es sowieso ein bisschen sehen, ne? Hallo? Ja. Das erfahrt ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. Auf twitch.tv/brightonedaniel, gleicher Name wie hier, rauskopieren, rüber zu Twitch eingeben, fertig. Suchen, gerne ein Follow da lassen, ein Sub oder einfach mal Hallo sagen. Ja, auch das könnt ihr gerne machen, denn dort könnt ihr Rise of the Ronin, das ist ein Untertitel ihr habt. Ihr werdet es mir sicher in die Kommentare schreiben. Auf alle Fälle Rise of the Ronin für die PS5 gewinnen. Es wird auf diesem Kanal auch bald ein Unboxing zu, jetzt ganz kurz, Elden Ring. Ja, was ist das? Entry oder so? Ich glaube ja. Collector's Edition mit dem mit der Figur, den DLCs und allen Gimmicks geben. Also das ist ja der allgemeine DLC, ihr wisst Bescheid. Was es hiermit auf sich hat, ihr könnt so eine coolen Bilder hier gewinnen. Hier Katzen in Samurai-Outfit. Einfach auf Twitch vorbeikommen. Jeden Monat könnt ihr einen Sub da lassen. Mit Amazon Prime ist sogar kostenlos. Und dann könnt ihr so ein schönes Display gewinnen am Ende eines Quartals. So einfach ist es. Und warum wir hier sind: Wir haben eine kleine und feine Digital. Ich habe schon reingeschaut, was so los ist. Es ist fantastisch. Versprochen, es ist fantastisch. Wir haben hier auch schon mal ein Heft zu dem Spiel Bricks. Es ist anscheinend ein Brettspiel. Ist in dieser Box enthalten. Es ist die deutsche Version, wahrscheinlich ist die Anleitung auf Englisch. Dann fangen wir an mit einer sehr alten Serie. Gargoyles, damals auf RTL 2. Ich glaube, Nachmittagsfunk, 16 Uhr. Nachmittagsfunk, der Fakt. Disney lizenziert. Q-Fig-Figur, Gargoyles. Wir haben die Dame, Dämonika, Angonika und wieso? Auf alle Fälle, so öffnet man es. Hier war früher mal ganz cool, da konnte man dann direkt schon reinsehen. Das wäre jetzt natürlich ein Highlight gewesen. Q-Fig-Figuren gibt es auf Instagram, nicht mehr Twitter und Facebook. Dann kann man diese hier rausholen. Jetzt seht ihr noch die Q-Figur. Einmal öffnen. Einmal laut öffnen, sorry. Und so sieht dann die Figur aus. Ist meistens in einer Action-Pose. Und es ist so, als würde sie auf so einem Sims stehen. Ich weiß gar nicht, ob sie zu den Guten oder zu den Bösen gehört hat. Ich glaube, zu den Guten kam aber ja später in der Serie vor. Dann kann man sie natürlich auch wieder bestimmt irgendwie hier einfügen. Ich hoffe, ach so rum. Gut. Dann macht man die ganze Bude dicht irgendwie. Zack. Zack. Oh. Dann hierzu. Ich bin kein großer Gargoyles-Fan, bedeutet, ihr könnt die Figur gewinnen. Was damit auf sich hat, am Ende des Videos. Dann haben wir das diesmonatige Loot-Shirt. AEBDAC. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber Star Trek auf alle Fälle. Könnte Tino gefallen. Gaming-Pärchen bzw. Garten Gaming und Familie oder wie sie heißen. Das ist auf alle Fälle bekannt, würde ich sagen. Der Tisch, ich habe aber ansonsten keine Ahnung. Tut mir leid. Ich habe gar keinen Plan. Aber auf alle Fälle Star Trek Crossover oder normal Star Trek. Ich weiß es nicht. Hier haben wir ein. Die drei Spülbürsten. Geschirrtuch. Ich habe damit jetzt nicht so viel zu am Hut. Es ist also so verpackt. Okay. Ich kann es euch zeigen. Wenn ich wieder zusammenbekomme, kann ich es dann auch wieder einpacken. Ich schaue gerade mal, ob ich es immer nach oben geklappt, immer nach unten geklappt, zusammen geklappt. Zweimal. Okay. Die drei Spülbürsten und der dreckige Abwasch. Es ist so eingeklappt. So, versuchen wir gleich mal noch zusammenzubekommen. Dies wird der ordentlichste, das ordentlichste Video, was ich jemals gemacht habe, wahrscheinlich. So. Wow.
Wow, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin auch ein bisschen stolz. Das ist mein Like da. Ich klebe. Oder mir klebt eine. Gut. Keiner da. Glück gehabt. Das dritte Item. Wir haben. Hier ist das Spiel. Bricks, genau. So sieht's aus. So ist das Beschreibung. Eigentlich die, aber ich dachte mir, komm, ich lasse es mal. Sie sagt hier auf Englisch. Deswegen bekommen wir hier die deutsche Anweisung oder Anleitung. Und jeder Spieler trägt auf seinem Block für jede Zeile seinen Siegespunkt ein. Bla bla bla. Okay. Ist also ein Brettspiel. Link. Nicht mehr interessant für mich, sorry. Es ist eine Zahl mit Farbe und mit Stiften, mit Bomben. Interessant, okay. Drittes Item, jetzt nicht so relevant für mich. Falls ihr mehr davon sehen wollt, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Schmeiße ich bei Instagram rüber, dann machen wir mal ein kleines Reel darüber, was so drin ist und was so passiert. Ich glaube, würde ganz gut funktionieren. Dann haben wir Baby Grogu Socken, beziehungsweise Baby Yoda für viele aus Mandalorian sind halt Socken. Muss ich schauen, ob ich sie behalte. Sind 40 bis 46, würde meinem Freund wahrscheinlich gut gefallen. In der guten alten Heimat, weil der ist Star Wars Fan unendet. Und dann habe ich hier sowas. Bist du ein Fidget Spinner oder bist du ein Stift? Was bist du? Kann man das abmachen können? Ich weiß es nicht. Ich mache es mal kurz ab. Ui, Wingardium Leviosa. Okay, einfach nur draufdrücken, das ist ganz witzig. Ah, also war es wirklich bloß dafür da, dass man es nicht eigentlich nicht draufdrückt. Das funktioniert trotzdem. Ich bin blind. Au. So. Gut, lassen wir das. Das war das. Das war ganz cool. Hier ist irgendwie so ein sinnloser Pin mal wieder. Sorry, ich halt davon gar nicht. The guy who invented autocorrect showed Brown in Heller. Dort, komm, 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 Autofokus. Komm schon, da. Autofokus hat sich entschieden. Ich bin da. Sehr schön. Freut mich. Dann haben wir hier noch das Heft. Und wir haben hier noch irgendwas. Ah. Oh, okay. Okay. Ach so, von dem Heft die Karte. Ich habe jetzt gerade überlegt, das ist ja normalerweise ein T-Shirt. Ja, was ist die Karte? Wie gesagt, wenn ich euch gleich das Heft zeige, seht das Motiv genauso, nur das oben das obere Feld von Get Digital. Genau. Dann kommen wir, glaube ich, zum kleinen Loot-Item. Wie gesagt, wohin? Ich zeige es dir noch mal kurz im Vergleich. Die Figur von vorhin. Ich habe jetzt Kante auf Kante unten. Ihr seht, das hier auf alle Fälle ist ein bisschen größer. Wie der Preis von der kleinen ist und von der großen, das sehen wir dann gleich am Ende. Aber eigentlich sind die kleinen so bei 15 Euro. Die kenne ich noch von Woodbox damals. Die sind ja dann nicht mehr existent. Es ist ein Harry Potter Item. Es ist irgendwie limitiert. Ne? Andrew Gore und Muhammad Hakru. Limited Edition Harry Potter und Rubeus Hagrid. Q-Fig Max. Ist also eine Max-Figur. Aber mal so. Wenn ich mich verletze, ist das eigentlich Arbeitsunfall? Ich weiß es gerade gar nicht. So, jetzt komm mal raus hier. Panzermina. So, es ist für alle, die Styropor hassen. Glückwunsch, ich habe es weitestgehend schon mal geöffnet. Das war mir nämlich wichtig, weil ich schon wusste, dass es mit Styropor sein wird. Dann ist hier eine kleine Küche. Die ist also sehr sicher eingepackt. Sicher und mast. Dann kann man diese hier rausnehmen und dann haben wir hier eine coole Action-Szene mit Hagrid und einem creepy Harry Potter. Hier unten seht ihr die Wolke. Da können wir das hier unten rausnehmen und dann steht es komplett gerade. Hat ein gewisses Gewicht. Ein Kilo, vielleicht zwei. Hier seht ihr den Zauberstab von Harry Potter. Hier seht ihr Hagrid mit seiner Brille. Hier seht ihr den wehenden Schal, der wehende Mantel.
Hier fehlt mir ein bisschen was, muss ich sagen. So Auspuff oder so. Hier seht ihr aber die Spuren von Antrieb, sozusagen, dass es fährt. Es ist auch auf alle Fälle Hagrid. Wie gesagt, Rest in Peace, ne? Guter Mann. Er ist, glaube ich, letztes Jahr von uns gegangen. Ich weiß es gerade gar nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Ich baue das jetzt nicht zusammen. Ich stelle jetzt erstmal safe beiseite. Und dann würde ich mal sagen, wir gucken uns nicht nochmal die Karte an, sondern gehen jetzt ins Loot-Heft. Vorher würde ich mal das hier wegpacken. Nicht, dass es euch stört. Digital Lootbox für Nerds und Geeks. Dann. Das Geschirrtuch kam 11,95 €. Das T-Shirt 19,95 €. Loot-Shirt. Ein Tracky geht zum Augenarzt. Ah. Also ist wirklich anscheinend. Das ist eine Benennung verschiedener Enterprise-Schiffen im Star Trek-Universum. Ah, das soll. Ah, das sind Star Wars-Raumschiffe sein. Star Trek-Raumschiffe sein. Das zeige ich euch gleich nochmal genau. Die kleine Kyuufik-Figur 21,95 €. Ich muss sagen, ich habe sie damals bei GameStop schon gesehen. Im Angebot für 7 € ungefähr. 690 bis 7,99 €. Angebotspreis. Standardpreis 14,99 €. Sind aber kleinere wie hier. Ich habe gar keine hier, oder? Die sind auf alle Fälle nicht so groß, sondern so groß. Also nochmal, sag mal, die Hälfte davon. Genau. Dann die Socken 6,95 € und das Bricks-Spiel 11,95 €. Erstmal die erste Seite, das Loot-Shirt. Hier seht ihr jetzt auch die Star Trek-Raumschiffe. Enterprise und Enterprise und Enterprise bestimmt. Dann das Geschirrtuch, so sieht es auch nochmal voller Gänze aus. Die Gargoyles-Figuren 21,95 €, Brickspiel und die Socken. Socken muss ich aber sagen, habe ich schon für 9,95 € und 10,95 € gesehen. So ein Brettspiel bestimmt. 19,95 € für so ein Shirt standardmäßig und Geschirrtuch, ich habe keine Ahnung. Habe ich eigentlich noch nie so aktiv gesehen. Spinning Pen Kickerland. Ein praktischer Multifunktionskugelschreiber mit LED-Licht und Drehmechanismus. Ah, also er kann nur schreiben. Okay. Es ist also ein Allround Gadget. 1,95 € und der Pin 1,45 €. Er ist aus Metall, also von der Warte aus, die Dinger haben schon ihren Wert, aber für die Größe und so, ich finde, können sie weglassen, sollen sie mal ein paar Süßigkeiten mit reinschmeißen. Finde ich, haben wir mehr von. Harry Potter 89,95 € für das Upgrade-Item. Ich schaue später mal bei eBay rein, für was die Figur rausgeht, weil das interessiert mich. Weil, wenn die 90 € wert ist, ganz ehrlich, ich glaube, dann behalte ich die und hau die selber mal raus. Und da würde ich mich für alle entschuldigen. Alternativ hätte ich ein oder zwei Leute, die sehr großes Interesse haben, unter anderem an Gedenken an den Herrn und an die Filmliebe. Versteht ihr von selbst? Das nächste Loot-Upgrade ist dann Guardians of the Galaxy. Ich habe für die Box keine Ahnung was bezahlt. Also glaube 41,95, 42,95 € ungefähr. Der Inhalt der Box ist jetzt also mit der Figur 90 €. Den Kleinkram rechne ich jetzt dann später nochmal zusammen. Ja, das T-Shirt 20 sind wir bei 110, 120, 130, 140, 150, 160. Zwischen 160 und 170 € die Box. Also, ich schaue mir die Items nachher nochmal kurz woanders an. Das sich ein, unter anderem auch mal gerne bei Silent Mike vorbeischauen. Der hat die Box gestern schon ausgepackt und so. Ich frage mich, wie seine Meinung dazu ist. Ansonsten gibt es hier noch ein bisschen Werbung für den Shop. Oh! Die Pac-Man-Flasche, Trinkflasche mit dem Thermometer oben drauf, ne? 23,95 €. Hier ist er, kann man auch so nochmal kaufen. Schmeiße ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Ist ein Raffling, bedeutet, wenn ihr die Flasche dort über mein Link kauft, bekomme ich einen kleinen Bonus bei denen. Also die sehen zumindest, dass ihr die gekauft habt. Für Naruto-Fans ist was dabei. Vielleicht auch Zelda-Fans, Deadpool-Fans, Pokémon-Fans. Könnte, keine Ahnung, was sein ist, erkenne ich gar nicht. One Piece und die Sonne. Das hier müsst ihr mir mal erklären, was das ist. Achso, warte mal, ich stelle es drüber. 3D Steampunk Käfer Bausatz. Autofokus macht gerade so ein bisschen mit, aber eigentlich hat er keinen Bock heute mehr, oder? Nö, hat keinen Bock mehr. Frühlingsshirts Wahnsinn. Okay, also ihr könnt da noch für 7,95 € anscheinend eine Shirtbox bestellen.
Und das war's. Der Digital. Das war eine schöne Box. Hagrid war toll. Bauget war toll. Das Handtuch jetzt nicht unbedingt. Das Shirt finde ich ganz nett. Das wird wahrscheinlich weggehen. Aber alles andere könnt ihr im Grunde mit einem Kommentar unter diesem Video gewinnen. Es wird nicht in diesem Video verlost, sondern es wird vielleicht noch ein Loot-Chat kommen. Plus es kommt noch eine oder mehrere Kingsloot. Kingsloot hat ihre Produktion, ihren Versand alles eingestellt. Sie schicken jetzt nur noch jedem, der ein Abo hatte, alles zu, was sie sozusagen da haben, was den Wert des Abos widerspiegeln soll. Bei mir sind es ungefähr 70, 140, 210, 280, 350 Euro plus minus, maybe. Ich sag mal so, das wird ein fettes Unboxing. Da kann ich dann wahrscheinlich hier mit Schneeschieber rausgehen. Auf alle Fälle, wenn die Box da ist und die Loot Chest da ist, Loot Chest jetzt die neue Box für die Gadget, ja, für die Kings Loot. Auf alle Fälle, wenn die dann da ist, dann auf alle Fälle drunter kommentieren. Dort kann ich mit Sicherheit 2, 3 Leute gewinnen lassen. Und dann würde ich mal sagen, Powerhörnchen sagt Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann, tschüssi, tschüssi. No, 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 no,